Es ist endlich soweit, wir bekommen Clans in einem Extraction-Loot-Shooter. DMZ ist der erste Extraction-Loot-Shooter, der jetzt so eine Funktion rausbringt. Und ich bin schon immer ein sehr, sehr großer Fan von dieser Idee gewesen, denn Clans helfen, sich zu verknüpfen, zu verbinden, Mitspieler zu finden in Extraction-Loot-Shootern und vielleicht auch gemeinsam an einer größeren Sache zu arbeiten, je nachdem, wie so ein System aufgebaut ist. Jetzt ist es so, dass DMZ der erste seiner Art ist und gleichzeitig gibt es auch noch doppelte XP. Aber fangen wir wieder von vorne an. Und zwar ist es am 14.12. um 19 Uhr soweit, das Mid-Season-Update kommt. In der Season 1, das Mid-Season-Update zu Call of Duty, Warzone, Modern Warfare 2 und DMZ und so weiter. Also für alle Modi dieses Update. Und zwar werden sogenannte Raids eingeführt am 14.12. Die Raids können leider nur von Leuten gespielt werden, die auch das Grundspiel, also Modern Warfare 2, besitzen. Aber interessant ist, dass um Zugriff zu bekommen auf diese neue Raid-Funktion, man einen Schlüssel braucht. Und diesen Schlüssel kriegt man auf drei Arten. Und eine Art, diesen Schlüssel zu kriegen, ist es, indem man DMZ spielt und hier den letzten Hubschrauber nimmt und $30.000 extracted. Also auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich den letzten Exit jetzt ein bisschen häufiger mit Spielern sehen, was ja momentan gar nicht der Fall ist. Wir kriegen eine neue Waffe, die Chimera, wir kriegen zwei neue Operators, unter anderem der Klaus mit am Start. Dann haben wir neue Karten, neue Modi, es gibt so einen Fußballmodus und so weiter. Also viel Inhalt am 14.12., aber für uns DMZ-Spieler drei Sachen jetzt super, super wichtig. Das erste hatte ich bereits angesprochen, der DMZ-Modus wird Keys bereitstellen für den Raid-Modus. Das heißt, es kann sein, wenn bis jetzt der vierte Ausgang noch ziemlich easy war, ich habe selten Gegner dort und ihr seid ganz alleine und könnt damit extracten, kann es sein, dass jetzt vermehrt Gegner auftauchen bei dem letzten Hubschrauber, weil sie 30.000 am letzten Hubschrauber extracten, um einen Schlüssel zu bekommen für diese Raids. Hat ein Spieler einen Schlüssel bekommen, ist dieser für eine Woche gültig und kann auch seine Mitspieler einladen. Das heißt, dadurch, dass dieser Schlüssel auch in den anderen Modi erreichbar ist, also im Multiplayer-Modus und im Warzone 2 Battle Royale-Modus, kann es sein, dass sich das so weit verteilt, dass wir vielleicht gar nicht mehr so viel mehr Spieler finden am letzten Hubschrauber. Aber der eine oder andere wird dabei sein, also das wird spannend sein zu beobachten, was hier los sein wird. Das zweite neue ist ein ganz großes Ding, und zwar gibt es die Labore, die werden eingeführt als neuer Bereich auf der DMZ-Map. Die sogenannten biologischen Labore. Ich habe schon mal ein Video über die Labs, also über die Labore gemacht tatsächlich. Es gab schon sehr, sehr viele Leaks im Vorfeld. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil es so ein bisschen angelehnt war, die Idee an Labs, an die, eine Map von Escape from Tarkov, dem großen Bruder der Extraction Loot Shooter Reihe. Und ja, diese Labs Map auf Escape from Tarkov, sozusagen eine Late-Game-Map, sehr, sehr schwer, hat die schwersten Gegner, höchsten Einsatz, den man bringen muss. Und es scheint hier so ähnlich zu sein, also laut Beschreibung ist es so, es wird erstmal nicht so frei begehbar sein, man braucht Zugangsmöglichkeit, wahrscheinlich einen Keycard. Dann in der Zone selber werden die Gegner sehr, 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 sehr schwer sein, also nur für Hartgesottene zu betreten. Und die Belohnungen werden entsprechend aber auch sehr, sehr hoch sein und möglicherweise auch hier nochmal Tresore und weitere Schlüssel. In den Leaks hieß es ja, wir kriegen weitere Keycards, möglicherweise eine gelbe, eine blaue, eine rote und eine schwarze Keycard, um Schlüssel in dieser Untersektion nochmal zu öffnen, also um Türen zu öffnen und da nochmal hochwertigen Loot zu bekommen. Also sehr, sehr interessanter Bereich. Ja, und die dritte Änderung ist jetzt für uns das Interessante mit dem Thema Gruppen. Und zwar gibt es ein neues Social Feature, was sich Groups nennt. Und zwar werden hier Gruppen aufgemacht, die von jedem eigentlich erstellt werden können. Wir werden auf jeden Fall sofort eine Gruppe aufmachen für DMZ. Also wenn ihr Leute sucht, die ebenfalls DMZ spielen und so weiter. Ihr seid gerne alle herzlich eingeladen. Ich werde die Gruppe erstmal offen lassen, dass jeder reinkommen kann. Wir werden sehen, wie voll das Ganze wird. Wir werden wahrscheinlich Administratoren brauchen, die das Ganze dann so ein bisschen handeln. Wer Lust dazu hat, kann sich gerne melden. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir so eine kleine Plattform schaffen können, wo Leute auch Mitspieler finden und gemeinsam zocken können. Aber es wird auf jeden Fall eine DMZ-Gruppe. Aber erstmal, was ist überhaupt so eine Gruppe? Also eine Gruppe ist erstmal eine Vereinigung von Spielern, und zwar von 5000 Spielern. Wir können also 5000 Leute in so eine Gruppe einladen. Diese Gruppen können geschlossen sein, können offen sein, besitzen verschiedene Tags, also Themenschwerpunkte. Die müssen gar nicht mal sogar spielbezogen sein. Es kann hier auch um Sport gehen, dass man über Fußball redet oder sonst was. Unser Thema wird natürlich DMZ sein. Man kann so ein paar Parameter angeben, wie zum Beispiel den Spielstil, den man vorlegt, also ob man eher taktisch spielt oder aggressiv, PvP, PvE.
Und was besonders cool ist, diese Gruppen haben Diskussionsthreads, das heißt, man hat Chats, in denen man sich austauschen kann. Mal gucken, wie das dann genau aussehen wird, aber es heißt, es wird so Reddit-artig sein, dass man sozusagen Themen stellen kann. In diesen Themenbereichen können diskutiert werden. Das heißt, wir haben eine geile Plattform, sich auszutauschen, vielleicht Kenntnisse auszutauschen, Fragen zu stellen, sich gegenseitig zu helfen. Also sehr, sehr, sehr cool von der Idee her. Ich bin gespannt, wie das dann in der Praxis wird. Aber diese Chat-Funktion auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil für eine Diskussion und Austausch. Und man kann aus den Gruppen direkt Partys bilden und direkt in die Runde, in das Spiel reingehen. Auch sehr, sehr geil. Also wenn man zum Beispiel zwei, drei Leute sieht, ach Leute, habt ihr bloß mitzumachen, lädt man sie eben in die Party ein und geht direkt in ein Spiel. Was natürlich besonders cool ist in so einer gruppenartigen Umgebung, ich nenne es jetzt mal Clan, weil wir hier natürlich Leute haben, wo wir auch so ein bisschen Kontrolle haben. Wenn jemand Blödsinn macht, dann können wir diese Person eben rausschmeißen. Das heißt, wir haben sozusagen ja auf Dauer wahrscheinlich einen ganz schönen Pool an Leuten, die wirklich Bock haben, DMC zu spielen. Darauf freue ich mich sehr, das wird eine geile Sache. Interessant ist eben, dass auch DMC jetzt der erste Extraction Loot Shooter ist, der überhaupt so eine Funktion bringt. Wir wissen, dass The Cycle Frontier an einem Clan-System arbeitet. Wird wahrscheinlich in Season 3 jetzt nicht kommen, vielleicht in Season 4. Escape from Tarkov arbeitet schon sehr, sehr lange dran, aber es ist kein Fokus, es ist kein Primärpunkt. Von daher kann es sein, dass es vielleicht sogar erst nach Release kommt, wenn überhaupt, werden wir sehen. Und in Marauders ist auch Clan, das Clan-Feature, als Unterpunkt aufgelistet. Sehr, sehr wichtiges Feature. Ihr seht, alle Extraction Loot Shooter haben auch sowas in Planung. Und DMC, der erste, der es jetzt bringt. Was ich persönlich schade finde, ist, dass es jetzt nur ein Gruppenfeature ist und kein Progress-Feature. Also ich hätte mir gerne so einen Clan gewünscht, wo man auch gemeinsam an größeren Aufgaben arbeiten kann. Zum Beispiel, dass wir gemeinsam als Gruppe, als Clan versuchen, was weiß ich, sagen wir mal 1000 Weinflaschen zu looten und dann so eine Clan-Belohnung kriegen. Solche geile Sachen wären natürlich auch sehr, sehr geil. Vielleicht kommt das noch in der Zukunft, aber sowas würde ich mir auch sehr, sehr gerne wünschen. Ist so ein bisschen eine vertane Chance, finde ich, von so einer Clan-Funktion. Ja, und um das Ganze jetzt zu feiern, gibt's doppelte XP und zwar ab dem 14. für PlayStation-Besitzer. 19 Uhr geht's los am 14. abends um 19 Uhr bis zum 19.12. Also 5 Tage lang haben PlayStation-Besitzer doppelte XP, also Erfahrung, normale Erfahrung und Waffen-XP. Also beides super cool. Alle anderen kriegen einen Tag später die doppelten XP, also nicht am 14., sondern am 15. Und auch hier geht das Ganze bis zum 19. Das heißt also 4 Tage lang für alle anderen. Also im Grunde genommen starten wir PC-Spieler einfach nur 24 Stunden später am Donnerstag. Und auch hier geht es dann bis zum 19., also bis Montag 19 Uhr Doppel-XP, um diese ganzen neuen Modi, die jetzt gekommen sind, zu feiern und zu genießen und auszuprobieren und so weiter. So, was sind jetzt unsere Aufgaben? Erstens uns für die Kanalmitglieder bedanken, für eure Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ihr supportet den Kanal nochmal besonders. Dankeschön, wer ein Like da lässt, wenn das Video gefallen hat. Und ein kostenloses Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten sind unsere Aufgaben erstmal die Gruppe erstellen. Ich werde unten in der Beschreibung dann den Namen reinschreiben. Sucht nach Zickzerik. Aber ich werde es unten nochmal genau reinschreiben. Er wird erstmal offen sein für alle. Ihr könnt also einfach joinen. Und wenn Chaos entsteht oder sonst was passiert, werden wir das Ganze schließen. Wir werden Administratoren einstellen, die Bock haben, sich ein bisschen mit darum zu kümmern und so ein bisschen Ordnung halten. Wenn ihr Lust habt, meldet euch dazu gerne. Dann eine weitere Aufgabe sind natürlich die Raids. Die werden wir uns außerhalb von DMC auch auf jeden Fall anschauen, weil sie die Geschichte fortführen und so ein bisschen auch mit DMC verknüpft sind. Also die Raids werden wir auf jeden Fall machen. Und wir werden natürlich die Labore abchecken. Da freue ich mich ganz besonders drauf als ehemaliger Tarkov-Süchtling. Also die Labore sind ganz, ganz spannend für mich, weil ich natürlich sehr viel Zeit auch damals in den Laboren verbracht habe in Tarkov. Und jetzt sehr, sehr gespannt bin, was sie dann jetzt bringen im DMC-Modus. Was ist da los? Ich denke mal, wir werden eher in Gruppen reingehen, weil es auch sehr, sehr schwer werden wird wahrscheinlich für Solospieler. Also in den Livestreams demnächst mal ein paar Gruppengames machen in die Labs. Leute, bis dahin, viel Spaß mit den neuen Modi, mit den doppelten XP. Ich sag hasta luego und hasta la vista.